Willkommen zurück zu Let's Play Wer stoppt den Feuerteufel? Wir sind bei Willi im Gästezimmer, Schrägstrich Kinderzimmer. Ein bisschen Kinderzimmer-ähnlich sieht es noch aus, aber Willi ist ja kein Kind mehr mit 14, sondern ein Teenager. Und dementsprechend hat er natürlich auch coole Dinge hier im Zimmer, wie zum Beispiel ein Dinosaurier oder eine Buddha-Statue oder ein Bild von einem Heißluftballon. Unterschiedlichste Dinge, die hier in dem Zimmer hervorstechen. Wirklich sehr stylisch eingerichtet, aber wir sind ja nicht hier, um Willis Zimmer zu begutachten, sondern wir sollen hier einen Feuerteufel das Handwerk legen. Und das können wir natürlich nur, wenn wir wissen, wo er alles zugeschlagen hat. Und das unter anderem hier. Und da waren wir noch nicht, bei einer Ruine. Hier ist nichts mehr zu retten. Hoffentlich war zur Zeit des Brandes niemand zu Hause. Ja, hier hat das Feuer wirklich fast alles dem Erdboden gleich gemacht. Hier sieht es am schlimmsten aus, bin ich der Meinung. Und hier hat ein gewisser Herr Klingsporn oder eine Frau Klingsporn oder eine Familie Klingsporn gewohnt oder gelebt. Und das ist die Garage der Klingsporns. Aha, das war wohl die Garage. Oder der Klingsporn oder des Klingsporns. Und ich hoffe nicht, dass in dieser Ruine Kinder spielen. Es hat sich ja so angehört. Aber ich weiß es natürlich besser. Ich zeige euch gleich, wo das herkam. Dieser Singsang. Unglaublich, wie intensiv die Frühjahrssonne sein kann. Und hier bricht das Sonnenlicht durch das Gitter. Und es ist Frühjahr, Frühling. Die Osterzeit naht. Nicht mehr zum Zeitpunkt der Aufnahme allerdings, aber ja, wir können uns ja alle in dieser Osterstimmung hineinversetzen. Das macht TKKG ja ganz gerne. Wir haben die Weihnachtszeit, die Halloweenzeit, jetzt auch die Osterzeit. Und ich dachte, wir können hier noch was machen. Aber mit dieser Münze, die da lag, können wir noch mit jemand anderem etwas anstellen. Und wir können hier rüber. Zum Spielplatz. Hallo, du da. Weißt du, dass du auf den Kopf stehst? Ich kann ja einen Handstand machen, damit sich das ändert. Angeber, Angeber. Wollte ich auch gerade sagen. Ist das eine Fledermaus? Nein, offenbar nicht. Fledermäuse können nicht sprechen. Hast du hier mal einen etwas komischen Mann mit Strubbelbart gesehen? Klar. Weißt du, was der immer gemacht hat? Bla 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 bli 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 bli. So viel hat er geredet. Ganz schön blöd, was? Naja, also wenn man viel redet, ist man nicht unbedingt blöd. Das Gegenteil ist der Fall. Wobei es natürlich auch Genies gibt, die so gut wie nie reden, nur dann, wenn sie es für richtig halten. Das ist kein Maß für Intelligenz, liebes Mädchen. Aber ich glaube nicht, dass man mit dem Mädchen so weit philosophieren sollte. Naja, vielleicht später. Weißt du, dass ich ein Detektiv bin? Angeber, Angeber. Ich wollte es auch gerade sagen. Ja, der Tim muss unbedingt bei jedem, den er trifft, angeben. Auch bei kleinen Mädchen. Am besten doch mal mit den anderen zur Ruine, denn ich habe ja gesagt, mit der Münze kann man noch werbeweise Styropor anstellen. Soviel ich weiß, entwickelt das beim Brennen einen giftigen Ruß. Ich glaube, das weiß auch jeder. Ich weiß auch nicht. Das ist so eine Sache, die bekommt man von jedem zu hören, wenn man jung ist. Eine Garage, aber kein Wagen. Kinder. Kannst du das? Ohne Hände. Ey, du schummelst. Kinder zünden niemals Styropor oder Plastik an. Das gibt giftige Dämpfe. Ja, das ist Wissen. Das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Das Fenster liegt genau gegenüber der Stelle, wo sich die Tür zum Wohnbereich befand. Genauso wie man Fett immer mit... Eine Sammellinse? Und wenn die nun so arrangiert war, dass das einfallende Sonnenlicht von da oben, sagen wir, Styropor entzündet hat? Denn, wollte ich gerade wieder so eine Weisheit in den Raum werfen, dass man, wenn das Fett brennt, sollte man unbedingt das mit Wasser löschen. Sonst fliegt einem alles in die Luft. Oder so ähnlich. Und hier haben wir eine Linse, warum auch immer die hier liegt, und die können wir hier einsetzen. Sieh sich das einer an.
Klarer Fall von Brandstiftung. Und das habe ich gerade erst mit meinen jüngeren Brüdern gemacht. Die kannten das noch gar nicht, dass man da mit einer Linse oder mit einer Lupe oder mit einer, ja, mit einer Glasscheibe mit Wölbung einen Lichtstrahl erzeugen kann bei gutem Sonnenlicht, mit dem man Feuer erzeugen kann. Mit dem man zum Beispiel in Holz schneiden kann oder brennen kann. Das funktioniert ausgesprochen gut und mit so einer Linse besonders perfekt. Und die legen wir am besten wieder hin. Nicht, dass hier wirklich nochmal ein Feuer ausbricht. Das wäre ja fatal. Vor allem, weil hier auch ein Spielplatz direkt in der Nähe ist. Überhaupt nicht gut. Hier. Eine gefährliche Brillenschlange. Genau. Schau in meine Augen und ich hypnotisiere dich. Du wirst müde, du wirst müde, du wirst müde. Na und? Dann mache ich einfach die Augen zu. So. Freches Gör. Wie hieß denn nochmal die Schlange im Dschungelbuch? Ach. Fällt mir nicht ein. Das müsst ihr mal wieder mir verraten, wenn ihr es noch wisst. Kannst du mir sagen, wo ich einen Mann mit weißem Bart finde? Klar, du musst immer geradeaus gehen. Immer geradeaus. Okay. Naja, geradeaus war... Okay, von hier aus gesehen müssten wir dann nach rechts, also vielleicht Richtung Kleingartenkolonie. Geradeaus hier ist ungefähr, dann vielleicht hier. Aber erstmal fragen wir noch ein paar andere Fragen. Und wir haben ja auch noch nicht bei der Wache vorbeigeschaut, beispielsweise, oder an der Kapelle, da müssen wir auch noch hin. Hast du gesehen, wie das Haus gebrannt hat? All diese Orte. Und interessante Frage ist das. Durfte ich ja nicht. Aber ich habe die Feuerwehr gehört. Tatü, tata. Ach so. So macht eine Feuerwehr also. Danke. Das wusste ich noch gar nicht. Wenn ich dieses Mädchen nicht hätte. Wenn hier ein Feuerteufel gewütet hat, möchte ich ihn nicht zum Feind haben. Naja. Ich habe so das Gefühl, ich glaube, Brandstifter von der Psychologie her legen ja Brände, um sich mächtig zu fühlen. Die Garage hat noch am wenigsten abbekommen. Deshalb denke ich, dass Brandstifter von der Persönlichkeit her eher ein schwaches Selbstbewusstsein haben, um sich dadurch besser zu fühlen. Entweder ist meine Nase wieder frei. Oder der Rauch war so krass, dass ich ihn trotz Schnupfen wahrnehme. Legen Sie Brände. Oder, die Nase wurde freigeätzt. Genau. Wohl nicht der Fall. Mal zurück zum Spielplatz mit Willi. Hey, du siehst ja aus wie der fette Bär Baloo. Na, ich danke. Du hast nicht zufällig ein Stück Schokolade für den tapsigen Burschen? Das Füttern der Bären ist hier strengstens verboten. und ich wusste wirklich nicht, dass sie hier noch das Dschungelbuch anspielt. Das ist ja ein lustiger Zufall. Ich meine, irgendeine von den Stimmen ist auch noch die von Shere Khan, von dem schwarzen Panther. Ich kann mich aber auch irren. Ich weiß aber auch nicht mehr welche. Spielst du oft hier? Geht so. Früher habe ich in einem richtigen Spukhaus gespielt. Hat's jetzt aber gebrannt und ich darf nicht mehr hin. Damit ist bestimmt die Spukruine gemeint. Da muss sie sich ja an den Gärtnern vorbeigeschlichen haben. Sie ist eventuell ja kleiner als der Zaun. Denn ich schätze mal, die Gärtner sind immer da. Einer von beiden steht dort. Aber vielleicht können wir den ja auch nochmal entwischen und nochmal zur Spukruine. Weißt du, wer in dem abgebrannten Haus gewohnt hat? Ein Spinner, sagt Vati. Weißt du, was der Spinner zu mir gesagt hat? Bloß, weil ich mal bei ihm reingucken wollte. Na, du kleine, spiel lieber woanders. Ist zu gefährlich. Das hat er gesagt. Spinn wohl. Dir einfach das Spielen zu verbieten, das ist ja unerhört.
können wir uns gar nicht mehr umgucken eigentlich. Ich dachte eigentlich, dass wir nochmal in der Mülltonne schauen können. Vielleicht mit Gabi. Das sieht nicht gut aus, Oskar. Klingensporn. Nee. Hier kann das Feuer nicht entstanden sein, oder? Wieso nicht? Gar nicht, Etibet. Genau, hier ist es doch entstanden, oder nicht? Karl hat's doch rausgefunden. Draußen Kinder lachen und hier die Stille nach der Feuersbrunst. Passt das zusammen? Was meinst du, Oskar? Auf jeden Fall ein wenig skurril. Makaber. Einen Schritt weiter. Ich bin Jane, die Freundin von Tarzan. Und wer bist du? Ich bin Gabi und war auch mal die Freundin von Tarzan. Aber mein Freund heißt jetzt Tim. Soll ich dir etwas verraten? In Wirklichkeit heiße ich gar nicht Jane, sondern Sarah. Ein kleiner Schelm. Ist also Sarah, das junge Fräulein? Hast du andere Kinder mit Feuerspielen sehen? Nein. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Nicht zu vergessen, Drogen. Und all sowas. Messer, Gabel, Schere, Licht auch nicht. Wobei ich das mit Licht immer nicht nachvollziehen konnte. Natürlich ist damit Feuerzeug, Feuer gemeint. Feuerzeuge und Feuer allgemein, meine ich natürlich. Sind kein Spielzeug, obwohl ich früher auch immer ganz gerne mit Feuer gespielt habe. Und aus mir ist auch kein Brandstifter geworden. Also haben meine Eltern nochmal alles richtig gemacht. Wo sind denn deine Eltern? Papa ist im Bau. Nein, auf dem Bau. Mama ist einkaufen. Und da lassen die ihr Kind einfach so auf dem Spielplatz alleine? Obwohl vielleicht, naja, wenn der Supermarkt hier ganz in der Nähe wäre, selbst dann nicht. Wenn so seltsame Menschen wie der Brandstifter herumlaufen und der Typ, der so aussieht wie ein Feuerteufel, würde ich mein Kind, glaube ich, nicht alleine auf dem Spielplatz lassen. Generell nicht, aber ist hier überhaupt irgendwo ein Supermarkt? Also ich weiß es nicht. Hier ist die Innenstadt, hier ist die Apotheke, das weiß ich, aber und da ist ein Hotel, aber wo ist der Supermarkt? Das ist übrigens die Schokoladenfabrik, jetzt wo wir schon mal dabei sind, den Stadtplan zu erklären, hier mit dem Bahnhof. Ach ja, und hier ist eine Brücke und da ist der See. Und da hinten ist die Burg, da hat das Finale von Tödliche Schokolade stattgefunden, aber ich schweife ab. Wir sind hier erstmal fertig an dem Spielplatz und an der Spukruine. Was schauen wir denn jetzt mal nach? Ich würde vorschlagen, ja, bei der Kapelle. Einen schönen Tag, Herr Pfarrer. Gott zum Gruße. Danke, Fräulein. Ich hoffe, dein Cockerspaniel, wie soll ich sagen, markiert hier nicht sein Revier. Keine Bange. Ich war mit ihm gerade Gassi. Außerdem weiß er sich in meiner Gegenwart zu benehmen. Gut. Nee, das wollen wir nicht, dass Oskar diesen heiligen Boden hier entweiht. Hier ist ein Fernglas. Das gucken wir uns an. Könnte mal wieder geölt werden. Das erinnert mich an einen Ausflug in die Berge und wie wir Gämsen beobachtet haben. Es dient mir zur Motivsuche. Ich müsste es allerdings mal ölen. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Und das scheint kostenlos zu sein. Dann probieren wir es doch mal aus. Wie friedlich. Aha. Ein Bahnübergang an einem netten Häuschen. Und momentan ist kein Zug zu sehen. Na, Oskar, das hier willst du ganz bestimmt nicht. Eine Katze, eine schwarze Katze, die bringt Unglück. Wird behauptet. Ich habe ja mal die Vermutung aufgestellt, dass in jedem TKKG-Spiel mal eine Katze zu sehen war. Das ist so eine Art Markenzeichen offenbar. Ich kann mich aber auch irren. Ihr könnt gerne mal diese Theorie bestätigen oder widerlegen. Ich habe das Gefühl, dass in jedem Spiel bisher eine Katze zu sehen war. Ihr seid gefragt. In den Kommentaren. Da drin würde ich gern eine Märchenhochzeit feiern. Da drin hätte ich gern meinen Zweitsitz.
Also, so sieht mein jetziges Haus aus, aber ich hätte gerne ein größeres, prunkvolleres, mit mehr Türmen und einen noch schöneren und größeren Park. Aber, naja, was will man machen? Na, das kennt man ja. So, und zum nächsten Mal, Kinder, besuchen wir eine Ampel. Machen wir einen Ausflug hin. Nee, okay, das war's. Vier schöne Orte, die wir uns angeguckt haben. Die Ampel war am interessantesten. Und gucken wir uns das Bild hier mal an. Das ist nämlich eine Dohle, das weiß ich jetzt schon. Das wirkt ziemlich schaurig. Sonst male ich Landschaften, aber das Thema Feuervogel fand ich sehr aufregend. Ich habe jüngst festgestellt, dass Gemälde mit Feuermotiven auf Flohmärkten großen Anklang finden. Gefällt es einem Sammler, dann kann ich auf dem Kirchenbazar einen guten Preis dafür erzielen, was dann unserer Gemeinde zugutekommt. Also, das sehe ich ja als verborgenen Hinweis, dass auf den Flohmärkten aktuell solche Feuergemälde total gut gehen. Womöglich ist der ein oder andere Feuerleger auf dem Flohmarkt unterwegs. Ein sehr interessanter Hinweis, der uns vielleicht in der nächsten Folge weiterhilft. Ja, diese Folge ist leider wieder vorbei. Ich kann ja auch nichts dagegen machen. Ciao.